Denn wollen wir mal hier jetzt eine Strecke zu machen? Mindestens zwei. Jetzt ist die Frage, was macht Sinn? Hier rum wahrscheinlich, ne? Neue Strecke. Wir müssen auf alle Fälle alle hier hin machen. Und hier vorne. Ist die Frage, was macht Sinn? Hier ist die Dings. Wenn das noch zum Industriegebiet gehört, dann fangen wir hier an. Es geht nach dort. Blödsinn, Moment. Wie kriegen wir denn hier eine gute Rotation rein? Wir starten hier. Hier ist das Depot. Wir starten hier, dann fahren wir. Zum Hafen. Zum Ölhafen Süd, zum Ölhafen Nord. Dann geht es hier rechts hoch. Dann fahren wir halt. Ah, hier haben wir diese doppelte, ne? Da geht es halt da lang. Ich sehe nichts. Okay, dann halten wir hier. Hier und dann endet das Ganze. Ja, kann man das hier, ist das schon bei der perfekte, die perfekte Strecke, jawohl. Mindestens zwei und alle. Dann speichern wir das Ganze. Beginne einfach mal die Fahrt. Wieder im Urban Way. Urban Way, Urban Way, ja, Urban Way. Zufällig, schnell Start aus. Pipapo, Rundfahrt machen wir einfach auch. Damit wir da schon mal das Bestmögliche an Strecke, also an Streckenlänge, was ein Haltestell auf deiner Strecke wurde geändert. Der gewartet, deine Strecke hat sich deswegen geändert. Das ist ja hervorragend. Dazu regnet es auch noch. Besser kann es ja gar nicht losgehen. Okay, das hat nicht funktioniert, das funktioniert perfekt. So, dann machen wir das hier an, dann machen wir das aus und das an. Das wollen wir natürlich auch anhaben und dann können wir hier. Das ist immer hier so rumpacken, das ist auch nervig. Dann können wir ja. Das war der Motor. Das an, das aus und dann können wir los. Bei Scheibenwischer anzumachen wäre noch sinnvoll. Rennen die also? Doch wieder eine Retarder an, kann das sein? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte.
aussehen. Was Einzel, Standard, zwei Stück drucken. Oh Gott. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte? Warum müssen die immer so kompliziert beziehen? Danke. Rein? Guck mal, wie viele okay sind, zwei zugestiegen. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Augenblick. Hier ist die Fahrkarte. Ja, nee, Katzen, wir können sie behalten. Scheibenwischer, wo man den Scheibenwischer überhaupt? Ich kann mich an keinen Scheibenwischer erinnern, dass wir den mal brauchten. Was ist das jetzt? Ah, Moment hier. Wäschebremse. Ich hab den noch irgendwo gesehen. Wir müssen schon wieder halten. Und was machen können. Rampe. Hintere Tür. Hä? Nicht blöd. Retarder. Motor an. Entweder bin ich blöd, blind oder alles. Es muss doch Scheibenwischer geben. Also auch hier so zum Drücken. Warum denn nicht? Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Nächster Halt, Hafen. Verwaltung. Das siehst du einfach nur nicht, oder? Ja, gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Fernlicht. Retarder M, okay, da weiß ich schon was. Zündung I, M. Gut. Es muss doch einen Scheibenwischer geben, ohne Witz. Ey, dann wollen wir mal fix hinfahren. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht von dich. Oh Gott. Wir haben doch schon wieder einen Retarder an, oder nicht? Dann fahren wir einfach ohne Scheibenwischer. Nächster Halt, Hafen. Verwaltung. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel Senior. Danke. Bitte.
muss doch einen Scheibenwischer geben. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass es keinen Scheibenwischer gibt. Haben wir noch B? Ah, schon viel besser. Sah mal ein Retard aus. Ah, verlassen wir Port. Warum verlassen wir denn Port M? Ach, okay. Verlassen wir Port M. Das müssen wir mal wieder Zeit rausholen. Also das. Die ist ja schlimm sonst. So, Ölhafen. Keiner rüber. Perfekt, was steht da? Be a tourist in your own town. Okay. Whatever you want to do. Warte mal. Was ist das Verstand? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Woche Standard. Danke. Und weiter geht's, Kläranlage. Was klärt? Nächster Halt, Wasseraufbereitungsanlage. Gab's denn nicht zwei Haltepunkte? Aber das ist blöd. Ach, die eine ist ja nicht da, stimmt. Das ist das. Ah, okay. Wir haben eine Haltestelle weniger, mehr oder weniger. Oh. Da war ja was. Zufallsereignis gibt es ja. Eine neue Mäuse-Kläranlage. If you want to, was da auch immer, wo auch immer man hin will, soll man den Bus nehmen. So. Einfach Werbung für uns. Wir verlassen den Ölhafen und begeben uns gleich in Port Amber, um dann zum Industriegebiet zu fahren. So, sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Weiß ich nicht. Kollege von uns, von einer anderen Route, die wir neulich erst gefahren sind, also letzte Folge. Müsste zumindest so gewesen sein, wenn ich recht entsinne. Aber schön, dass einige einen Regenschirm dabei haben und andere nicht. Einige sind vorbereitet, andere nicht. Aber da passiert doch nichts. Fahrt doch einfach.
Da rennt jemand. Der rennt aber weiter. Da kommt nichts, da kommt nichts. Und wir sind wieder zu spät. Also Pub-Days haben wir heute wahrscheinlich nicht mehr. Sei denn, wo wir ordentlich Zeit raus. Also ich will ja nichts sagen, aber eigentlich hätten wir jetzt links gemusst. Ne? Also eigentlich hätten wir vorher links gemusst. Damit wir hier vorne, also damit wir aus dieser Richtung, also in der wir jetzt gerade reinfahren, also damit wir aus der entgegengesetzten Richtung kommen, um links abzubiegen. Aber gut. Machen wir eine Ehrenrunde. Hätte ich vielleicht nicht optimieren sollen, die Schalke. Müssen wir gleich nochmal bearbeiten. Das ist ja Schwachsinn so. Nächster Halt, Wasseraufbereitungsanlage. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Ja, dann wollen wir mal fix. Ah ne, der meint, das war ja mehr oder minder so geplant. Eigentlich ja nicht. Eigentlich hätten wir jetzt. Vielleicht war das wirklich die verkehrte Richtung, aber. Noch hier mal das mal. Straßen dann einfach nur so nervig im Industriegebiet. Oh Gott. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr an. Oh, really? Das sind noch Rechtsabbieger, das sind Linksabbieger. Warum gewährt man denn den Vorfahrt? So. Warum auch immer, ich verstehe zwar immer noch nicht, warum diese Vorfahrtsstraßen, Schilder und so weiter auf der falschen Seite der Kreuzung stehen, aber ich meine, das ist ja. Wenn ich mich recht entsinne, so ist es ja angelehnt an. Ist es zumindest ein deutsches Setting. Auch wenn es eine frei erfundene Stadt ist, also ja, eine fiktive Stadt ist. Ups. Trotzdem hat es halt irgendwie. Ein deutsches Setting, deswegen verstehe ich nicht, warum es einfach verkehrt, also auf der anderen Seite der Kreuzung ist und nicht irgendwie vor der Kreuzung, sondern nach der Kreuzung. Nach dem vom Schema her ist es ja ähnlich wie mit den Gott, amerikanischen? Ich glaube amerikanischen Ampelausrichtung, nennen wir es mal so. So, Pier 3, dann gleich Pier 1. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Tag, Senior, 3 Stück, okay. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine einzelne Fahrkarte. Oh, meine Fresse. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, aber der ist verständlich. Dann ab zu Pier 1. Nächster Halt, Hafen, Pier 1. Nächster Halt. Über eine Minute Verspätung, es wird. Oh Gott, rot für Timing. Ne, aber keine gute alte Position.
wird aber auch kein, wenn man eine Bodenwelle überfahren, deswegen werden wir wahrscheinlich auch kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nicht grün sein, was also nicht im äußerst positiven Danke. Sein, was was die Sternebewertung betrifft. Nächster Halt. Restaurant. Lagerhallen. Rasen wir erstmal zu den Lagerhallen. Ist halt ein Gebiet, wo du halt nicht wirklich viel auf. Da haben wir zwei überfahren. Ist halt echt kein Gebiet, wo man Zeit gut rausholen kann. War krass, dass die über den Zeberschalten brennen, wenn es regnet. Ja, das Schlagloch habe ich ja noch erwischt, weil ich nicht gesehen habe wirklich. Okay, jetzt sind wir garantiert auch nicht mehr im 4-Sterne-Bereich. Doch, wir sind im 4-Sterne-Bereich, aber nicht im 5-Sterne-Bereich. So, zack, drücken. Oh, meine Güte. Danke. Ab zur Bootsbauergasse. Hier rüber rennen haben und doch mal gucken. Das ist wieder YOLO. Ja gut, wenn so wenn es dafür nicht nur Minuspunkte gibt, sondern auch Pluspunkte. Können wir noch ein paar mehr Punkte einheimsen. Erstmal voll YOLO-Mode. Mit dem Fahrrad wärst du vielleicht ab und an dir schneller, aber du wärst nass. Oh, nasser. Ich weiß nicht, ob du im Regenschirm dabei hast. Will man einsteigen, ne? Nee. Sondern aussteigen, deswegen können wir uns. Einfach das Auto einscheren. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaft. Okay, mal gucken, ob wir die Zeit wieder reinholen können. Wahrscheinlich nicht, weil da vorne wieder die KI uns einen Strich in den Zeitplan macht. Will der Bus links abbiegen? Ja, ne, ja klar, der Bus links abbiegen. Sag mal. Ah, jetzt wollte mich doch voll verarschen. Also teilweise, wenn wir GTA-Style fahren würden, wären wir pünktlicher. Och, komm schon. Meine Güte. Und zack, Unfall. Ah, schade. Das war ja jetzt noch gewesen. Einmal mal durch die Autos durchgehen. Also mehr Verspätung kriegen wir. Also, Gott, oh Gott. Zum Glück ist keine Rush Hour. Dann hätten wir jetzt schlechte Karten. Das ist aber eine Pfütze, ich hab gar nicht gesehen. Schlaglöcher zu identifizieren ist auch mega, ja.
schwindelig im Regen. Also im Agrarzentrum. Boah, 2 Minuten Verspätung. Hier will nur jemand aussteigen. Ja, zu spät. Wie gesagt, halt, diese Gebiete sind halt echt schwierig, um eine gute Zeit, um Zeit zu halten oder Zeit wieder einzufahren. Ups. Ja, gut zu machen. Ja, gut zu machen, genau, gut zu machen. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Moment, zack. Rein, dankeschön. Noch jemand Karte? Ne, keine Karte. Okay, dann winken. Dann können wir ja schon weiter. Ja, dann müssen wir weiter. Gott, das ist jetzt auch wieder... Gott. Mach hin. Ich frage mich ja, ob es auch Schnee gibt. So als Wetterereignis. Ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich ja, voll, das sind lieber auf dem Keks. Och Gott. Kommt auch niemals da an, ey, das ist doch... So, da bin ich mit der Straße doch nicht. Oh Gott! Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Also auf diesen Routen kriegen wir garantiert niemals... Niemals eine grüne, ach, eine 5-Sterne-Fahrt hin. Das steht schon mal fest. Dafür ist dieses Gebiet einfach nicht ausgelegt. Oh. Du wolltest doch rechts abbiegen. Du bist geradeaus. Okay, dann meint, du bist geradeaus. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Geil. 3 Minuten Verspätung. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. Beeilung, wir sind spät dran. Doch keine Sau mit uns mehr mitfahren. Ach, das war so ein schöner Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Oh Gott. Bitte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Fahrkarten. Danke. Versuchen wir das dann hier ein bisschen schneller zu machen. So, zack, blinken und weiter geht die Fahrt. So, wir fahren mit Verspätung los. Also, ja. Klar, aber... Oh Gott.
gefühlt. So, Abfahrt. Nur Schlagloch. Da ist er bei den Schanze gefahren. Aber finde ich schon fast ein bisschen nice, wie die NPCs aufgrund des Regens zum Teil überhaupt nicht auf den Straßenverkehr achten. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ach, fuck. Das war der Zeitdruck. Nächster Halt. Wrestle Lagerhalt. Boah. Ich hab das Verlangen, einfach links zu überholen. Oh geil, wir sind einen halben Meter vorangekommen. In einer Minute gefühlt. Oh geil, 2 Meter. Ich an manchen Stellen wäre sowas wie eine. Oh Gott! Also war jetzt auch wieder Rennen, der will geradeaus fahren. Ist aber hinten voll war die Kreuzung. Die Streckenabschnitt. Ist aber auch eine blöde Stelle hier. Komm, du Gummi! Ist doch frei! Oh. Ey, du kriegst hier zu viel, ne? Jede Folge im Industriegebiet ist irgendwie immer eine rentige Folge. Immerhin halten wir unsere Verspätung. Aber punktemäßig ist das halt komplett miserabel. Das, vielleicht wird das sogar nicht mal mehr irgendwas mit 4 Sternen. Weil einfach so unfassbar spät dran sind. Jawohl. Das wird eine 3 Sterne Tour. Also ab zum Hafen. Geschenk! Geschenk! Sie haben ein Geschenk vergessen!
Danke. Warte. Danke. Warte. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja, ein paar Fahrkarten. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Ich bräuchte eine Time Machine oder einen Warpunkt. Nächster Halt, Hafen. Pier 3. Dreieinhalb Minuten Verspätung. Nächster Halt, Hafen. Pier 3. Werden immer mehr. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Eine Fahrkarte bitte. Jetzt wollen ja auch wirklich alle Wohlgefühl eine Fahrkarte haben, ne? Danke. Bitte. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten. Danke. Bitte. Das war's, das war's. Zack, Tür zu und los. Ölhafen Nord. Ölhafen Nord, die andere war defekt. Oh Mann. Ich hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Okay. Das war auch neu, die Variation. Mit dem Lachen, mit dem hustenden Lachen. Aber allgemein mit dem Lachen, oder? Gab's jemals eine Lachen-Animation, genau. Ja, Lachen. Sound. Da können wir es rüberlassen. Lass nicht drüber reden. Die Tour ist einfach. Die Tour ist einfach im Arsch seit Ewigkeiten. Das ist echt nicht mein Wetter. Eigentlich ist die Tour immer im Arsch. Also eine gute Tour werden wir hier eh nicht fahren. Also eine super gute, wo wir immer pünktlich sind und so weiter. Den Fahrfehler, den 1056 Euro schweren Fahrfehler ignorieren. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. 3,5 Minuten Verspätung, 3 Viertel Woche Standard trocken. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte bitte. Eine Einzelfahrkarte. Danke. Bitte. Und blinken. Tür zu und los. Ölhafen Süd. Nächster Halt, Ölhafen Süd. So, hier waren wir noch nie. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Nächster Halt, Ölhafen. Für die Verspätung haben wir jetzt zumindest. Will ja keiner rein und keiner raus, dann können wir direkt wieder weiter. Gar nicht Zeit verschwenden hier. Abendverwaltung. Kriegen wir doch hin.
Alles klar. Dann holen wir uns mal die 4 Minuten Verspätung. Das ist ein Linksabbieger. Gib doch einfach Gas. Ey, die KI macht mich fertig, ne? Och, leck mich doch. Tja, gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Schön, dass wir da einfach keine Schafe bekommen haben, dass wir den Kram haben. Ist mir jetzt aber mittlerweile auch echt alles scheißegal. Aber ich weiß nicht, ich... Die KI finde ich einfach nur nervig mittlerweile. Ist halt einfach. Also ich frage mich ja auch manchmal, also eigentlich nicht manchmal, sondern erst jetzt so, wirklich, wie ist diese Kalkulation? Es ist ja von der Strecke her einfach eine Kalkulation, ne? Also die Frage ist, Strecke geändert? Eine Fahrkarte bitte. Die Frage, die sich mir stellt, ist wie. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Sieht die Kalkulation aus? Ist die Kalkulation nur auf die Streckenlänge bezogen und was weiß ich, x... Oh nein, ich bin eingeschlafen. X Minuten pro Stop oder sowas? Oder wird da auch so gesehen die... Auf der Streckenlänge, also eigentlich müsste halt in diese Kalkulation, ich behaupte einfach mal, es ist nicht drin, müsste eigentlich in die Kalkulation einfließen, das und das Gebiet wird auf dieser Strecke befahren, dort ist deutlich mehr Verkehr als auf allen anderen Strecken. Demnach muss mehr Zeit eingeplant werden zwischen den Stops, sagen wir mal, in Industriegebieten, sprich Agrar, Hafen, manchmal fühle ich mich. Tschüss. Was gibt's da noch? Agrar, Industrie und im Hafen. Und vielleicht auch ein bisschen im Astra-Park, wobei Astra-Park geht noch einigermaßen. Wiedersehen. Dass halt dort, was weiß ich, pro, sagen wir mal, pro Tour, dass da, sagen wir mal, das 1,6-fache an Zeit eingedingst, dazu gerechnet werden muss pro diese x Kilometer oder x Strecke bei Tempolimit, was auch immer. Ja. Ich glaube, du wisst. Oh Gott, ich denke mir, ihr versteht, was ich ungefähr sagen will. Das hier ist immer noch Müll, Alter. Aber das sollte meiner Meinung nach halt noch einbrechend werden. Ist halt die Frage, ob es schon so ist oder nicht. Jetzt diese Woche. Wir erreichen mal die Millionen.
So, Bus, Shop kaufen. Bus kaufen. Bus bearbeiten. Mit der Werbung. Anwenden. Streckenplaner. Jetzt ist halt die Frage. Diese Strecke. Ist die so, wie ich gedacht habe? Wir fahren hier an. Dann geht es hierhin, dahin, 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 dahin. Dann geht es hier weiter. Hier lang, dort lang. Dann fahren wir hier lang, dort 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 lang und enden. Passt. Fahrer brauchen wir noch. Profi, 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 Profi. Einstellen. Garage, Streckenplaner. Noch die dazu. Und ja, dann fahren wir in der nächsten Fahrt. Haben wir doch. Port Amber mindestens 4 Haltestellen. Hafen, 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 Lagerhallen. Lagerhallen gehören noch bestimmt noch dazu, oder? Hafenverwaltung, Pier, das. Dann haben wir Pier 1 und Pier 3. Pier 3 haben wir, Pier 1 haben wir. Dann Siegwalden, Siegwalden, Siegwalden und Oakville. Oh. Ja gut, dann werden wir die Route 11 in der nächsten Folge bearbeiten, weil die ist ja falsch. Ja, ne? Dann bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.